Liebe Jugendliche, bei Echt Fürth geht es ja darum, uns Jugendlichen Kontakt zu den Politikern zu ermöglichen und zu schauen, was von unseren Wünschen hier in der Stadt Fürth denn eigentlich umgesetzt werden kann. Aber was passiert hier zurzeit hinter den Kulissen von Echt Fürth? Dazu stehen wir hier vor dem Sozialrathaus in Fürth. Hier ist auch die Abteilung Jugendarbeit des Jugendamtes. Und da schleichen wir uns jetzt einfach mal so rein. So, neben mir sitzt jetzt Frau Jutta Küppers. Sie ist die Chefin der Abteilung für Jugendarbeit des Jugendamtes in Fürth und sie kennt sich, glaube ich, sehr gut aus mit dem Echt-Fürth-Projekt. Ja, Frau Küppers, was sind denn so Ihre bisherigen Eindrücke des Echt-Fürth-Projektes? Ja, das Echt-Fürth-Projekt läuft ja jetzt schon ein gutes halbes Jahr und meine ersten Eindrücke sind rundweg positiv. Was die Beteiligung von jungen Menschen betrifft, auch was die Beteiligung von Politikern und Politikerinnen betrifft, was auch die Resonanz in der Öffentlichkeit angeht. Und es gibt auch schon ein paar konkrete Ideen, die wir jetzt auch im Moment am Weiterverfolgen sind, wo ich hoffe, dass meine positiven Eindrücke auch positiv bleiben werden. Und vielleicht mal ganz konkret, was sind denn so herausstechende Projekte, die gerade derzeit am Laufen sind? Also wir haben bei der letzten Wortwechselveranstaltung haben wir drei Themen aufgegriffen. Das eine ist das Thema Teilselbstverwaltung in Jugendhäusern. Da sind wir schon ziemlich gut vorangekommen. Es wird ab September eine Gruppe von jungen Leuten in Z9 in unserem Kulturcafé in der Theresienstraße mindestens alle zwei Wochen einen Abend in Eigenregie öffnen. Wir haben das mit unserem Rechtsamt abgeklärt. Wir haben mit den Jugendlichen eine Vereinbarung getroffen und die Jugendlichen bekommen auch ein kleines Budget. Und das ist wirklich schon ein super Erfolg, dass wir da ganz konkret wirklich ja, innerhalb von einem Vierteljahr zu einem konkreten Ergebnis gekommen sind. Es freut mich sehr. Die andere Sache, womit wir uns beschäftigt haben bei Wortwechsel, war, ich nenne es jetzt mal ein bisschen kompliziert, regelbezogenes Sprayen an legalen Wänden, also legales Graffiti, in Kooperation mit Jugendlichen aus der Szene. Da sind wir im Augenblick auf der Suche nach geeigneten Wänden und Flächen und haben da zwei Ideen, die sich auf den Stadtteil Harthöhe beziehen. Das eine wäre die Lärmschutzwand hinter dem Jugendhaus, die gerade im Entstehen ist, oder eine künstliche Wand vor dem Jugendhaus. Und da verhandeln wir im Augenblick noch mit anderen städtischen Ämtern, um das hoffentlich bis Oktober klarzukriegen, ob wir da mit diesem Projekt auch einen Schritt weiterkommen. Das dritte ist eine Skaterhalle für jugendliche Skater, die halt bei Regen und im Winter ihren Sport auch betreiben möchten. Da sind wir noch nicht so nah dran, aber man kann sagen, im Sommer wird es ja jetzt bald die Eröffnung der großen Skateranlage hinterm Schießanger geben, was für uns auch schon mal ein riesiger Erfolg ist. Und mit der Skatehalle sind wir in Verhandlungen mit Immobilienmaklern, sind auf der Suche, aber das gestaltet sich noch ein bisschen zäh. Und da würden wir uns auch wünschen, dass vielleicht ja auch andere Ämter, die da mehr Informationen haben als wir, uns mit ihrem Wissen unterstützen. Also sprich, bei dem letzten Projekt, bei der Skatehalle, scheitert es einfach daran, dass es einfach keinen geeigneten Raum dafür gibt, der den Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden könnte. Ich würde sagen, dass wir noch keinen gefunden haben, weil vielleicht gibt es geeignete Räume, die wir aber noch nicht im Blick haben und da wären wir auch sehr dankbar über Ideen, wenn jemand irgendwas weiß, wo irgendwas leer steht, dauerhaft oder schon länger, dass wir da einfach auch mit Vermietern in Verhandlungen treten können. Na, das klingt doch relativ super. Also wenn ihr irgendeinen leeren Raum, eine leere Halle, ähnliches in Fürth kennt, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an
echt-fürth.de, da findet ihr die Kontakt-E-Mail-Adresse, oder Jutta? Ja. Ja, wunderbar. Und jetzt mal für alle Jugendlichen, die es vielleicht noch nicht wissen, die jetzt mit Wortwechsel nicht seit Stunde Null dabei sind, was genau ist denn Ihre Funktion? Ja, meine Funktion ist, dass ich zusammen mit dem Stadtjugendring, der ja dieses Projekt federführend durchführt, beratend zur Seite stehe, den Verwaltungskram erledige, gucke, wie ich vielleicht Brücken zu anderen Ämtern herstellen kann, das Ganze auch in die Politik kommuniziere, ja, und versuche möglichst den Überblick über alles zu behalten. Sie sind ja Teil der Stadtverwaltung der Stadt Fürth. Und wie läuft das Projekt jetzt mal so ganz realistisch betrachtet aus Ihrer Perspektive? Wie würden Sie das Echt-Fürth-Projekt derzeit einschätzen? Ja, das kann ich noch nicht so genau einschätzen. Ich hoffe, dass meine Befürchtungen nicht zutreffend sind, nach dem Motto, auch das Jugendamt ist nicht unbedingt das stärkste Amt in so einer großen kommunalen Verwaltung, weil dann wären wir vielleicht in der gleichen Lage wie die Jugendlichen selbst und das wäre sehr bedauerlich. Und deswegen wünschen wir uns auch als Jugendamt die Unterstützung zum Beispiel vom Grünflächenamt, vom Wirtschaftsamt, von anderen Referatsbereichen, die sagen, ja, auch wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass die Interessen von Jugendlichen in Fürth ja mehr in den Blickpunkt kommen und auch ein Stück ernster genommen werden. Und da denke ich, ist noch Luft nach oben, bin aber ganz zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, da auch eine Unterstützung zu organisieren. Abgesehen von den drei großen Punkten, die bei der letzten Wortwechselveranstaltung besprochen wurden, also jetzt selbstverwaltete Jugendräume, Skaten und Sprayen, was können die Jugendlichen noch alles derzeit von Echt Fürth erwarten? Naja, was sie von Echt Fürth erwarten können, ist, dass es auf jeden Fall eine Plattform ist, wo sie ihre eigenen Meinungen zum Ausdruck bringen können. Sie können das, was dort gepostet ist, was dort diskutiert wird, kommentieren. Sie können auch mit einer Postkarte ihre eigenen Ideen reinbringen. Sie können aber auch aktiv mitwirken in einem der sogenannten Echt-Geld-Projekte. Also wenn Sie eine Idee haben, wie Sie Ihre Meinung mit ein bisschen finanzieller Unterstützung hier in die Diskussion reinbringen können, dann können Sie bei uns ein Echt-Geld-Projekt beantragen. Steht alles auf der Webseite. Ja, und Ihr Ding machen oder Ihr Statement, Ihre Meinung abgeben, vielleicht in Form von einem Film, in Form von einem Song, in Form von einem Audiobeitrag, in Form von einem Bild oder wie auch immer. Es gibt so viele Ausdrucksmöglichkeiten. Das ist eigentlich schon mal richtig schön. Und abgesehen von dem Problem mit der unauffindbaren Skaterhalle, gibt es auch noch Punkte, wo Sie sagen würden, es läuft jetzt nicht so gut, da könnte man noch mal mehr machen? Also was immer wieder als Thema kam, auch in den ganzen Diskussionen, auch in den ganzen Aktionen, die wir mit Schulen gemacht haben, ist in Fürth natürlich das Thema Einkaufen, das Thema Schnellrestaurant, das Thema Kino, Veranstaltungen für Jugendliche im öffentlichen Raum. Da denke ich, könnte man auf jeden Fall noch mehr machen. Aber wie man ja sieht, Gustavstraße natürlich auch ein ganz wichtiges Thema für Jugendliche. Wie man sieht, ist die Stadt da ja schon dran, vieles zu tun. Aber wir haben den Eindruck, da gibt es schon auch noch so einen Informationsbedarf für Jugendliche. Und deswegen möchten wir gern bei der zweiten Wortwechselveranstaltung uns auch mal kompetente Leute einladen, die sagen können, wie wird es denn in Zukunft mit dem Einkaufen in Fürth werden? Wann wird denn das Kino fertig sein? Wie wird denn das ausschauen? Und wo wird das nächste Schnellrestaurant eröffnet? Und gibt es nur eins oder gibt es vielleicht mehr? Also da finden wir es ganz schön, wenn wir dieses Thema auch in den nächsten Wortwechsel mit reinnehmen, weil ich glaube, da besteht viel Unkenntnis und viel, ja, viel Fantasie vielleicht auch, was kommt oder nicht kommt. Echt Fürth war ja auch direkt an mehreren Schulen hier in der Stadt, um sich direkt die Meinung von Jugendlichen einzuholen, was denn vielleicht noch gebraucht wird. Und wie Sie schon gesagt haben, oftmals waren es Punkte, die erwähnt wurden, wie fehlende Einkaufsmöglichkeiten, der fehlende McDonald's in der Innenstadt, fehlende Möglichkeiten zum Weggehen. Was aber auch von vielen kritisiert wurde, da gab es so wunderschöne Wunschtafeln, was man sich wünschen würde. Da stand immer drauf, bei allen Schulen, an denen das Projekt war, zu hohe Fahrkartenpreise. Gibt es da auch vielleicht Verhandlungen mit der VAG oder der Infra?
Also wir verhandeln diesbezüglich noch nicht. Ich weiß nur, dass es Verhandlungen gab in Richtung eines Sozialtickets, was es jetzt wohl auch gibt. Das bezieht sich aber nicht auf Schüler, sondern es bezieht sich halt auf Menschen mit einem sehr geringen Einkommen. Ja, ich denke, das ist ein Riesenthema, aber vielleicht lässt sich es ja auch so ein Stück weit lösen, dass wenn wir Fürth lebendiger machen, muss man nicht mehr so oft nach Nürnberg fahren und gibt nicht mehr so viel Geld für den öffentlichen Nahverkehr aus. Nein, Quatsch. Also ich denke auch, dass für jugendliche Budgets die Fahrpreise sehr hoch sind. Müsste mich, glaube ich, selber auch erst kundig machen, was da Modelle wären, die man überhaupt mit der VAG diskutieren könnte. Alles klar, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht haben wir auch in nächster Zeit mal die Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie es denn mit dem neuen Kino oder einem neuen McDonald's läuft. Und jetzt, Frau Küppers, noch abschließende Worte von Ihnen. Ja, also ich hoffe, dass echt Fürth so weitergeht, auch die Sommerpause gut übersteht. In der Sommerpause vielleicht viele neue kreative Ideen entstehen und es dann im September wieder gut losgeht. Und ich wünsche mir eine große Beteiligung beim nächsten Wortwechsel, der am 17.10. stattfindet, und zwar im Lionsaal in der Ottostraße 27 um 18.30 Uhr. Alles klar. Vielen Dank, Frau Küppers von der Abteilung Jugendarbeit des Jugendamtes der Stadt Fürth.